Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ein Full Day of Eating, Full Day of Hustle, wie auch immer man es nennen möchte. Heute nehme ich euch mal mit und zeige euch, wie mein Tag so aussieht. Erstmal nach dem Aufstehen, erstmal jetzt kalt duschen und danach geht's weiter. So Freunde, wenn ihr euch also jetzt fertig gemacht habt, geht in die Küche und habt hier so einen Entsafter. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung und macht euch hier einen wunderschönen Selleriesaft. Der ist nämlich ziemlich lecker und gibt euch ganz viel Energie für den Tag, Freunde. Let's go. Ganz wichtig dabei ist, die Blätter abzumachen. Die Blätter sind extrem bitter und ich habe von den Blättern, wenn ich die drin lasse, extrem Bauchschmerzen bekommen. Also bitte die Blätter abmachen beim Sellerie machen. Danke. Zum Selleriesaft gibt es auch eine Gurke, denn die Gurke soll den Geschmack noch mal so ein bisschen weicher machen für den Körper. Und außerdem, Gurke, Wasser ist auch niemals schlecht. Also gönnt euch einfach eine Selleriestange morgen mit einer Gurke. Euer Tag wird einfach nur Premium. So Freunde, die meisten von euch wissen ja, dass ich seit 2 Jahren keine Kalorien mehr gezählt habe, aber ich mache es heute mal einfach nur, um zu checken, wie viele Kalorien so in die einzelnen Mahlzeiten habe, die ich zu mir nehme und für euch zum Überblick, wie viel und was ich an einem Tag esse. So, der Selleriesaft hier hat ungefähr 45 Kalorien. Ich habe irgendwo mal gehört, dass sogar Negativkalorien beim Selleriesaft entstehen, weil der Körper mehr Kalorien verbrennt, um ihn abzubauen oder anzunehmen, als die Kalorien, die er hat. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt fertig nach dem Trinken und gehe ab zum Sport. So Freunde, ich befinde mich jetzt vorm Fitnessstudio am Adenauer Platz. FitX kennt vielleicht die meisten. Ich werde leider im Studio selber nicht filmen dürfen. Allerdings werde ich vielleicht mal probieren, mit dem Handy ein paar Aufnahmen zu machen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. So Freunde, wir haben jetzt 13.08 Uhr und ich bin endlich wieder zu Hause. Ich habe jetzt heute eine Ganzkörpertrainingseinheit gemacht, so ein paar Übungen für Unterkörper und Oberkörper und war noch einkaufen bei Edeka und Bio Company und ja, ich habe mir so einiges gegönnt. Hier zuallererst habe ich mir einen richtigen Cheat gegönnt, 50%, deswegen habe ich es mir geholt. Einfach nur, weil ich, falls ich mal irgendwie Bock habe auf was Süßes, damit ich was da habe und nicht irgendwie mit anderen Dingen cheaten muss. Lieber mit so nice, leckeren Cornflakes. So, dann haben wir hier Bio-Datteln, habe ich gleich zweimal geholt. Hier nochmal. Und als nächstes habe ich mir, wie fast jeden Tag, Heidelbeeren und Himbeeren gekauft. Die mache ich meistens nach dem Training in mein Müsli rein. Ich mache meistens am Training mit Müsli, also Frühstück quasi. Aber heute mache ich das, glaube ich, erstmal nicht, weil ich gerade noch nicht so viel Bock habe auf was Süßes irgendwie. Ich glaube, ich mache mir gleich eher was Herzhafteres mit Pesto. Und ja, mal sehen. Aber zuallererst, bevor wir damit anfangen, habe ich noch eine nice Sache, die ich auf jeden Fall machen muss. Also erstens muss ich hier meine Wohnung mal wirklich dringend aufräumen, Freunde. Die ist wirklich extrem dreckig. Und ich muss hier ein Buch lesen. Dieses, ich glaube, es heißt Kabale und Liebe. Und das Buch muss ich für den Deutschunterricht lesen. Ich bin jetzt schon bei Seite 90 und das Buch hat 130 Seiten ungefähr. Sprich noch 40 Seiten, die ich lesen muss. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt ein bisschen dieses Buch. Oh,
So, Freunde. Zum Mittagessen gibt es jetzt hier 145 Gramm Ricotta Tortellini. Die sahen für mich extrem lecker aus, deswegen habe ich sie mir gekauft. Macht Sinn. Wie gesagt, 145 Gramm haben ungefähr 400 Kalorien, glaube ich. Insgesamt mit Pesto zusammen auch. Also haben wir jetzt hier einen Esslöffel Pesto und 145 Gramm Ricotta Tortellini. Ungefähr 420 Kalorien werden sich jetzt gleich gegönnt. Darauf freue ich mich schon echt. Ich habe jetzt, glaube ich, gestern um 22 Uhr das letzte Mal gegessen und wir haben jetzt 13.52 Uhr, also fast 14 Uhr. Also wenn ich mich nicht irre, habe ich jetzt fast 16 Stunden nichts gegessen. Deswegen freue ich mich jetzt extrem auf diese Mahlzeit. So, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Quinoa reingemacht, ein bisschen gewürzt mit Pfeffer und Kurkuma. Und jetzt wird sich das Ganze gegönnt. Ich habe richtig Bock, Freunde. Ja, endlich. Essen. Freunde, wie man ja vorhin gesehen hat, habe ich mir vorhin Erdbeeren gekauft hier und ich mache mir die jetzt gleich klein, wiege die ab, mache die in Shake. Dazu gibt es eine Banane, Chia und Leinsamen, Mandeln und Hanfproteinpulver, damit ich ein bisschen Protein gedeckt habe nach dem Training und ich glaube noch ein paar andere Beeren, aber das Ganze könnt ihr jetzt hier verfolgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz wichtig für den Geschmack mache ich jetzt noch 30 Gramm Whey Protein von Foodspring. Ich weiß, nicht das Beste, ich mache es trotzdem, weil dann schmeckt es mir einfach 1000-mal besser. Dann machen wir jetzt hier noch ein paar Heidelbeeren rein. Ich würde sagen so ungefähr 40 Gramm. Ja, Freunde, das ist so meistens mein Mittagessen. Ich mache meistens einen Shake und oder Cornflakes. Ich habe da schon ein paar vorbereitet, die ich wahrscheinlich heute noch essen muss. Also gibt es erstmal jetzt hier den Shake. Ungefähr hat der jetzt, keine Ahnung, 400, 500 Kalorien. Und den gönne ich mir jetzt, nachdem ich das Essen verzehrt habe und ein bisschen geruht habe. Also Prost, Freunde. So, Freunde, ich gönne mir jetzt hier meine erwähnte Portion Cornflakes. Wir haben 16.45 Uhr. In 3 Stunden fahre ich zum nächsten Training, zum Kung-Fu-Training. Da habe ich heute mein erstes Probetraining im Shaolin-Tempel in Berlin. Und ich bin jetzt schon bei 2300 Kalorien. Also ich bin wirklich gut dabei. Wie man sehen kann, habe ich in den letzten Stunden sehr viel gegessen, scheinbar. Zumindest sehr viel an Kalorien. Und das gönne ich mir jetzt. So, ich habe mich jetzt schon mal fertig gemacht. Wir haben jetzt hier 18.25 Uhr. In circa einer Stunde gehe ich los zum Kung-Fu-Training. Ich habe mich auch schon angezogen. Die Dame hat gestern gesagt, dass ich bitte in einer langen schwarzen Hose und in einem T-Shirt kommen soll, was Ärmel hat. Ist ganz wichtig. Habe ich jetzt gemacht und hoffe, dass ich dann heute Abend, also in einer Stunde da, ganz viel Spaß haben werde. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach später nochmal im Auto wahrscheinlich, nachdem ich beim Kampfkunstkurs war. Alles klar, bis später, Freunde. So, Freunde, wir haben mittlerweile 23.10 Uhr und ich habe gerade eben, nachdem ich beim Kampfsport war, ich habe zum ersten Mal Kung-Fu gemacht, also es war wirklich extrem anstrengend. Ich werde es aber in Zukunft öfter machen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gecheatet. Ich habe mir gerade noch ein halbes Florida-Eis und ein paar Kekse, irgendwelche nicen glutenfreien Kekse. Ich war bei meiner Mutter zu Hause und habe mir extrem nice Sachen gegönnt. Deswegen sind wir jetzt bei
ungefähr 3000 Kalorien, die ich heute zu mir genommen habe. Darunter sind 20% Protein, 40% Fett und 40% Carbs. Damit ihr euch mal einfach einschätzen könnt, wie viel Protein, wie viel Carbs und wie viel Fett ich nehme. Und das war so ungefähr, ich glaube, heute habe ich so mich ernährt, wie ich mich fast immer ernähre. Ich glaube, viel anders ist meine Ernährung an den meisten Tagen nicht. Also habt ihr da so einen ungefähren Einschnitt in mein Leben, wie ich mich so ernähre, wenn ich eben einen ganz normalen Tag habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mal probieren, ob ich es mal die Tage ein bisschen ausführlicher mache, sprich meine Mahlzeiten ausführlicher erklären kann. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst ein Like da. Ich bin Samuel Lift. Abchecken auf Instagram. Dankeschön, Freunde. Haut rein und euch ein schönes Jahr 2019. Immer schön lächeln, Freunde. Ciao.